Wenn es da manchmal heißt, die weiblichen Techniken in der Politik, da kann ich Ihnen nur zu sagen, die sind genauso knallhart auf der Etage wie die männlichen auch. Herr Dr. Westerwelle, Angela Merkel hat hervorragende Umfragewerte. Die Deutschen scheinen also zufrieden mit ihrer Kanzlerin zu sein. Überrascht Sie das? Nein, ich zähle ja zu denen, die Angela Merkel ganz persönlich das Amt einer Regierungschefin schon zugetraut haben, als alle möglichen Journalisten und politische Gegner ihr noch die persönliche Inkompetenz vorgeworfen haben. Ich war immer davon überzeugt, dass Angela Merkel ganz persönlich auch die Kraft hat, eine Regierung zu führen und Bundeskanzlerin zu sein. Und vor allen Dingen habe ich auch ganz persönlich immer gesagt, dass diese Idiotien, eine Frau kann das nicht, natürlich Unfug sind. Als damals Herr Schröder gesagt hat, sie kann das nicht, hat er ja gemeint, eine Frau kann das nicht. Manche sind ihm gefolgt. Glücklicherweise sehen die Bürgerinnen und Bürger heute, dass auch eine Frau und auch gerade diese Frau persönlich in der Lage ist, eine Regierung zu führen und unserem Land vorzustehen. Bei Helmut Schmidt hat man immer gesagt, der richtige Mann in der falschen Partei. Müsste man nicht über Angela Merkel sagen, die richtige Frau in der falschen Partei, nur andersrum? Also jetzt eine CDU-Kanzlerin, die eigentlich in die SPD gehört? Dass diese Regierung eine überwiegend sozialdemokratische Regierung ist, zusammengesetzt aus roten und schwarzen Parteibüchern, das ist wohl wahr. Denn die Stimme der marktwirtschaftlichen Vernunft, also auch im Sinne von Leistung muss sich lohnen, damit überhaupt erwirtschaftet werden kann, was man an sozialen Wohltaten verteilen möchte, die ist ja in dieser Regierung kaum zu hören. Und ich persönlich hatte auch immer die Hoffnung, so wie ich sie kennengelernt habe, dass Angela Merkel diese Stimme der marktwirtschaftlichen Vernunft unterstützen wollte. Jetzt merkt man doch, dass sie sich sehr stark Stimmungen anpasst, vom Virus auch des Linken ist ihre Partei genauso angefallen und befallen wie die SPD selbst. Und das ist ein sehr hoher Preis, den wir zahlen werden. Denn das Problem, was wir heute haben, ist, dass Angela Merkel eigentlich ja sehen müsste, wir brauchen die Reformpolitik, wie es der Herr Bundespräsident übrigens auch laut und deutlich sagt. Wir müssen diese Reformpolitik sogar unterstützen und fortsetzen. Und trotzdem, heimlich, still und leise, wird diese ganze Agenda 2010 gemeinsam mit der SPD zu Grabe getragen. Die einen sagen es laut, die SPD, und streiten darüber, und die Union macht es eben leise. Gehen wir mal über zwei, drei Themen, die innenpolitisch wichtig sind. Also die Familienpolitik ist ja ein laut wahrnehmbares Thema. Ursula von der Leyen hat da eine klare Position und steht häufig genug in Widerspruch zu der eigenen Partei. Wie verhält sich denn die Kanzlerin in dieser Gemengelage? Das ist ja erfreulich, dass Frau von der Leyen auch so nach und nach bei den Konservativen den Gedanken durchsetzt, dass Familie und Beruf vereinbar sein müssen, weil Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Nur so eine großartige Erkenntnis ist das nicht. Also da sind andere Parteien schon etwas länger drauf gekommen. Also wir zum Beispiel kurz nach der Französischen Revolution. Und ich habe den Eindruck, dass da auch etwas viel Lob ausgeschüttet wird für einfache Selbstverständlichkeiten, nämlich dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass dementsprechend auch Familie und Beruf vereinbar sein müssen. Soweit einverstanden. Nur dieser Gedanke wird von Ursula von der Leyen geäußert und von der Kanzlerin hört man wenig dazu. Nehmen Sie das auch so wahr? Nein, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass Frau von der Leyen die Auseinandersetzung mit den Hardcore-Konservativen bei der Union nur deshalb besteht, weil sie sich auch im Hintergrund der Rückendeckung von Angela Merkel sicher sein kann. Und ich bin absolut sicher, dass Angela Merkel mit ihrer speziellen Erfahrung aus dem Osten unseres Vaterlandes kommend, als Frau sich bewähren müssend, dass sie diesen Gedankengang von der Leyen, nämlich dass Familie und Beruf vereinbar sein müssen, weil Männer und Frauen gleichberechtigt sind, unterstützt. Und da habe ich eigentlich weniger Defizite, die ich sehen kann.
Ein großes wirtschaftspolitisches Thema ist die Privatisierung oder Teilprivatisierung der Bahn. Ihr Vorvorgänger Helmut Kohl hatte ein wenig ausgeprägtes wirtschaftspolitisches Profil. Gerhard Schröder war der Autokanzler. Wie ist das bei Angela Merkel? Was ist ihr wirtschaftspolitisches Profil, der Kanzlerin Merkel? Helmut Kohl galt nicht als der große Wirtschaftspolitiker, der wirtschaftliche Vernunft gelebt hätte. Aber er hatte die richtigen Minister und die richtigen Berater. Ein Graf Lambsdorff, auch ein Günter Rexroth. Da wusste man immer, Wirtschaftspolitik ist in guten Händen. Auch wenn man nicht mit allem einverstanden war. Wo sind die Anwälte einer echten Wirtschaftspolitik, die auch die Gesetze der sozialen Marktwirtschaft sieht, kennt, anerkennt? Jetzt in dieser Regierung. Also der Unterschied zwischen Angela Merkel und Helmut Kohl in der Wirtschaftspolitik ist, dass Helmut Kohl Wirtschaftsminister und Wirtschaftspolitiker hatte, die eindeutig auf die Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft gesetzt haben, die ein Gegengewicht zur Umverteilungspolitik bildeten, während wir hier in dieser neuen Regierung mit Angela Merkel da eher eine Fehlanzeige verzeichnen müssen. Aber das Verhältnis zu den SPD-Ministern im Kabinett scheint ja alles in allem einigermaßen intakt zu sein. Also wir waren in Meseberg vor einigen Wochen. Naja, das, wenn ich Sie da unterbrechen darf, bitte erlauben Sie mir das. Das wollen wir jetzt mal nicht alles für bare Münze nehmen. Wenn sich Minister in Meseberg zur Klausur treffen, in einem herrlichen Schloss bei feinem Essen und guten Wein, dass da die Stimmung gut ist, das ist klar. Aber das ist doch noch nicht Regierung, das ist noch nicht Politik und das gibt auch noch nicht Atmosphäre wirklich wieder. Atmosphäre können Sie hier spüren, in Berlin, auf den Fluren, auf den Gängen. Können Sie spüren, wenn Sie abends die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsparteien treffen und die Ihnen ihr Leid klagen, so als wären Sie der Beichtvater der Großen Koalition. Und wenn Sie dann hören, ach, was wäre das schön mit euch und ach, wie schrecklich ist das mit den anderen, dann ist das die eigentliche Atmosphäre und nicht, wenn man mal in einem wunderbaren Schloss köstliche Weine trinkt und dementsprechend auch in gute Stimmung kommt. Ich höre das weniger, klar, das sind die Gespräche, die Sie führen, aber ich glaube, dass man das Klagen weniger mit Blick auf die Kanzlerin hört. Also natürlich CDU und SPD, das ist naturgegeben, aber mit Blick auf die Person, also Regierungschefin, scheint mir das gar nicht so ausgeprägt zu sein. Naja. Also ob sich die Bundeskanzlerin bei mir beklagt und was sie mir zu sagen hätte oder schon gesagt hat über die Regierung, das werde ich natürlich nicht im Fernsehen erzählen. Denn ist aber schade. Das glaube ich Ihnen, das ist für den Journalisten außerordentlich tragisch, aber es ist für unser Verhältnis ebenso wertvoll. Dass die Beziehungen zwischen Angela Merkel und mir, auch menschlich persönlich, so gut funktionieren, obwohl uns gewissermaßen die letzte Bundestagswahl auf unterschiedliche Bänke gesetzt hat, sie auf die Regierungsbank, mich auf die Oppositionsbänke, hängt damit zusammen, dass wir auch unsere vertraulichen Gespräche vertraulich sein lassen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass ein Vier-Augen-Gespräch zwischen dem Fraktionsvorsitzenden der SPD und der Bundeskanzlerin stattgefunden hat. Und da konnte man dann wie im Protokoll nachlesen, was besprochen wurde. Das werden Sie bei Angela Merkel und mir nicht sehen. Und es hat es auch noch nicht gegeben. Es sei denn, wir hätten uns gemeinsam entschieden, etwas öffentlich zu machen. Aber eine Grundlage unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit, obwohl Sie in der Regierung und wir in der Opposition sind, ist, dass wir eben auch das Vertrauen unseres Gegenübers nicht enttäuschen und dass vertrauliche Worte vertraulich bleiben und dass das, was wir besprechen, nicht sofort auf dem Marktplatz des Fernsehens wiederzufinden ist. Großes Verständnis dafür würde ich an Ihrer Stelle ganz genauso machen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, und Sie brauchen nicht sagen, worüber sich Frau Merkel Ihnen gegenüber beklagt, aber dass sie sich beklagt, haben Sie gerade gesagt. Nee, das habe ich nicht gesagt. Und ich bin viel zu lange Strafverteidiger und Anwalt bei Gericht gewesen, um nicht zu wissen, dass ich das gerade ausdrücklich nicht gesagt habe. Aha. Gut, dann will ich es mir nachher nochmal anhören. Tun Sie das. Okay. Es war von einem Ob die Rede und nicht von einem Das. Wie nehmen Sie denn das Verhältnis von Angela Merkel zu Ihrer eigenen Partei, zu wichtigen Personen dieser Partei, Ministerpräsidenten war? Also man sprach ja immer vom sogenannten Andenpakt. Ist irgendwie merkwürdig ruhig. Also Aufstände sind zumindest nicht wahrnehmbar gegen die Kanzlerin. Bis auf Weiteres. Da sage niemals nie, da weiß keiner, was noch kommt. Mhm. Ich glaube, dass manche in der Union still sind, schweigen, auf ihre Stunde warten. Aber die alten Rechnungen
liegen alle noch nicht im Papierkorb. Die haben die alle noch im Körbchen Wiedervorlage liegen. Und ich glaube nicht, dass die Ruhe und der Frieden, den wir im Augenblick jetzt derzeit erleben, dass das so bleiben muss und bleiben wird. Es wäre übrigens auch völlig unpolitisch, wenn man an die Geschichte denkt. Es gab immer Zeiten, da war ein Regierungschef ganz oben, hochbeliebt. Und wir alle wissen, wenige Monate später konnte es schon genau andersrum sein. Und es gab Zeiten, da waren Politiker schon sowas von unten durch. Und dann haben sie sich doch wieder berappelt und nach vorne gekämpft. Und das Auf und Ab gehört in der Politik dazu. Und deswegen soll man auch auf Meinungsumfragen nicht so viel geben. Aber wer sich mit Meinungsumfragen vermählt, der wird sehr einsam sterben. Wie schafft es denn Angela Merkel, die Minister, also eigentlich die naturgegebene Opposition, wenn man die Geschichte der CDU kennt, rückzustellen? Naja, die SPD-Minister... Nicht die SPD, die CDU-Ministerpräsidenten. Ach, die CDU-Ministerpräsidenten. Genau, also den Andenpakt. Naja, das erfolgt, glaube ich, auch nach der Methode Helmut Kohl. Divide et impera, teile und herrsche, so wie sich die Ministerpräsidenten und Granden der Union gegenseitig zerlegen und behindern, macht es das natürlich einer Regierungschefin auch leichter. Und ich wünsche ihr auch, dass sie diese Schwierigkeiten, die sie ja lange Jahre hatte, überwunden hat. Denn wir wollen eins nicht vergessen. Bis zur Bundestagswahl war unglaublich viel Chauvinismus in der Kritik an Angela Merkel. Da hat Herr Schröder und da haben andere geschrieben und gesagt, sie kann das nicht. Und sie haben alle in Wahrheit gemeint, eine Frau kann das nicht. Und das ist für mich eine ganz persönliche Genugtuung, als jemand, der ich ihr die persönlichen Qualitäten nie abgesprochen habe, dass sie zeigt, dass sie dieses Amt kann. Ich bin mit vielen nicht einverstanden. Aber dass sie es persönlich kann, das kann man nicht wirklich bestreiten. Wir kommen zum Ende des Interviews. Wir sind gleich fertig. Dann sprechen wir nicht von einem Regierungschef, sondern von einer Regierungschefin. Sie haben auch gerade davon gesprochen. Nutzt sie eigentlich die Tatsache, dass sie Regierungschefin ist in ihren Verhandlungen? Ist das Teil ihrer Methode? Ja. Und wenn ja, nein, das glaube ich nicht. Also wenn man eine Frau ist, ist das Frausein keine Methode, sondern eine schlichte Tatsache. Genauso wie ein Mann, der ein Mann ist, wenn er lenkt und leitet, nicht sein Mannsein nutzt, sondern er ist, was er ist und sie ist, was sie ist. Also die Chromosomen sind dann nicht so entscheidend. Und wenn es da manchmal heißt, die weiblichen Techniken in der Politik, da kann ich Ihnen dazu sagen, die sind genauso knallhart auf der Etage wie die männlichen auch. Und alles andere mag etwas weicher gezeichnet daherkommen. Aber es ist genauso robust und international ist es auch genauso robust. Oder glauben Sie wirklich, ein amerikanischer Präsident George Bush oder ein russischer Präsident Putin wird um einen Deut weniger seine eigenen Interessen vertreten, nur weil ihm eine deutsche Bundeskanzlerin gegenüber sitzt? Mitnichten. Die Bild-Zeitung hat in diesem Sommer mal getitelt bei Heiligendamm: Angela Merkel, Miss World. Und jetzt konnte man lesen, sie ist laut Forbes die mächtigste Frau der Welt. Ist das zutreffend? Das wird die Geschichte zeigen. Miss World ist ein Ehrentitel. Ich gönn's ihr auch. Aber ab und zu würde ich mir, was Führung angeht, auch eine Miss Germany wünschen.